So, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen uns mit Matplotlib auch mal mit Bildern beschäftigen. Dazu müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz darüber reden, wie Bilder typischerweise gespeichert werden. Die werden natürlich als zweidimensionales Array gespeichert. Das heißt, wenn Sie jetzt so ein Bild haben, das hat zum Beispiel 300 mal 200 Pixel, dann würden Sie das in einem Array speichern, was auch 300 mal 200 Einträge hat. Und wenn Sie jetzt auf einen bestimmten Punkt hier zugreifen wollen, dann würden Sie auf den dann zugreifen als zum Beispiel sowas hier. Wobei man jetzt noch beachten muss, was ist eigentlich mit Farbbildern? Die Wahrheit ist, dass Sie tatsächlich nicht jetzt ein 200 mal 300 Array haben, also nicht sowas, sondern wenn Sie ein Farbbild haben, dann haben Sie in Python ein 200 mal 300 mal 3 Array. Das heißt, jeder einzelne Pixel entspricht wiederum einem Array mit drei Elementen. Das sind nämlich R, G und B. Wenn Sie ein Schwarz-Weiß-Bild haben, dann haben Sie stattdessen wirklich nur 200 mal 300 und Sie haben nur eine Information pro Bild, weil Sie ja nur den Grauton haben. Also ich habe eben gesagt Schwarz-Weiß-Bild, eigentlich müsste ich sagen Graustufenbild. Es gibt tatsächlich auch Schwarz-Weiß-Bilder, wo Sie wirklich nur 0 und 1 haben, dann kann es nur schwarz oder weiß sein. Aber das, was man typischerweise als Schwarz-Weiß-Bild bezeichnet, sind ja Graustufenbilder. Wie werden jetzt diese einzelnen Farbtöne oder Graustufen dargestellt? Da gibt es auch wiederum im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass Sie Werte haben zwischen 0 und 255. Das sind deswegen gerade diese Zahlen, weil Sie dafür genau 8 Bit brauchen. Das heißt, Sie hätten für jeden Kanal R, G und B die Werte 0 bis 255. 255 heißt sozusagen, der Kanal ist voll aufgedreht. Also wenn der R-Kanal bei 255 ist, haben Sie volles Rot. Wenn der R-Kanal bei 0 ist, haben Sie schwarz. Wenn alle drei Kanäle auf 255 sind, haben Sie weiß. Und wenn alle drei auf, schwarz sind, auf 0 sind, haben Sie schwarz. Die Alternative ist, dass das als Floating-Point-Zahlen dargestellt wird. Dann haben Sie typischerweise Werte von 0,0 bis 1,0. Wobei 0 dann schwarz und 1 weiß bedeutet. Die Floating-Point-Werte haben den Vorteil, dass sich damit häufig schöner rechnen lässt, weil sie die schon auf den praktischen Bereich von 0 bis 1 skaliert haben. Die Integer-Werte von 0 bis 255 haben den Vorteil, dass sie mehr der Darstellung entsprechen, die dann nachher auch tatsächlich benutzt wird. Und man kann die natürlich auch ineinander umrechnen. Bevor wir uns anschauen, wie wir Bilder laden, wollen wir erstmal Bilder selbst generieren, indem wir sie wirklich als Zahlenarrays generieren. Machen wir das mal eben. Dafür machen wir Folgendes. Wir machen uns ein Array in NumPy, das nur aus Einsen besteht. Dafür gibt es den Befehl Ones. Und ich mache mir ein Array mit 100 mal 100 mal 3 Elementen. Und das sind also insgesamt 100 mal 100 sind 10.000 mal 3, also 30.000 Elemente. Das sind alles Einsen. Und da kann ich jetzt in einen Teil reingucken, zum Beispiel an der Stelle 3,5 und sehe, da habe ich an der Stelle 3,5 drei Einsen, das wären jetzt die Werte für RGB. Vielleicht nochmal kurz was zur Syntax. Ich kann darauf zugreifen folgendermaßen, das wäre jetzt das Pixel mit den Koordinaten 3,5 und der zweite Wert, der erste ist ja 0, der zweite ist 1, also das wäre jetzt der Grünwert. Kriege ich eine 1. Ich kann aber auch so drauf zugreifen. Die zweite Syntax mit eckige Klammer auf zu, auf zu, auf zu, ist die klassische Python-Syntax. Die funktioniert immer, auch mit Python-Listen. Diese erste Syntax, die ja eigentlich praktischer ist, wo man einfach schreibt 3,5,1, funktioniert nur mit NumPy. Die würde nicht funktionieren, wenn Sie in Python Listen von Listen haben. In NumPy können Sie sich überlegen, aussuchen, was von denen Sie nehmen. So, und wenn wir jetzt so ein Image von Punkten haben, so ein Array von Punkten haben, die alle einfach 1 sind, dann können wir so tun, als wäre das ein Image und können die Funktion ImageShow aufrufen und der dieses Array hier übergeben. Und dann bekommen Sie, große Überraschung, ein Bild, in dem alles weiß ist. Jetzt werden diese Punkte also alle weiß angezeigt und Sie sehen am Rand praktischerweise auch noch die Achsen, weil das ja ein 100 mal 100 Array ist. Und jetzt können wir zum Beispiel in dem Bild rummalen. Ich könnte jetzt sowas machen. For x in range zum Beispiel von 20 bis 40. For y in range, y sagen wir mal von 50 bis 70 gehen.
Und ich lasse jeweils den Punkt mit den Koordinaten xy, die Rotkomponente setze ich auf 0 und die Grünkomponente setze ich auch auf 0. Dann bleibt nur noch blau übrig, wenn ich diese Schleife durchlaufen habe. Und danach lasse ich mir das Ding wieder anzeigen. Und jetzt habe ich so einen blauen Klecks da reingemalt. Ne? Oh, ich wollte, Entschuldigung, hier wollte ich eigentlich 1 schreiben. So sollte es aussehen. Jetzt habe ich richtiges Blau hier. Also ich habe x und y laufen lassen von 20 bis 40, sehen Sie da, und von 50 bis 70 und habe entsprechend die Werte gesetzt, beziehungsweise ich habe die Werte quasi zurückgenommen, die waren vorher alle auf 1, jetzt habe ich sie auf 0 gesetzt. Das heißt, diese Punkte in dem Bereich haben jetzt keinen Rot- und keinen Grünanteil mehr, sondern nur noch einen Blauanteil. Darum sehen wir da jetzt ein blaues Quadrat. Also Sie können halt in so ein Bild zum Beispiel direkt reinmalen. Was Ihnen jetzt vielleicht auffallen wird auf Ihrem Bildschirm, oder hier sieht man es eigentlich auch schon, dass das so ein bisschen unscharf aussieht, das Bild. Das liegt daran, dass für die Darstellung auf dem Schirm nicht unbedingt genau 100 Pixel genommen wurden. Und dass er deswegen interpoliert. Das heißt, er versucht das Bild schön zu rechnen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu umgehen, zum Beispiel die Größe zu wählen und andere. Auch da ist es wieder so, dass ich Ihnen da nicht alles zeigen werde. Wir werden manchmal einfach damit leben, dass das Bild gesampelt wird. Eine Möglichkeit, die ich Ihnen vielleicht mal zeigen will, wenn Sie die Größe kontrollieren wollen, ist die folgende. Sie können sowas angeben wie, es gibt eine Funktion, die heißt GCF. Das heißt Get Current Figure. Also das, auf dem Sie gerade immer rummalen in Matplotlib, heißt die Figure. Und mit der Funktion GCF kriegen Sie die Current Figure und dann können Sie bei dieser Figure bestimmte Funktionen aufrufen, zum Beispiel Set Size. Dachte ich jedenfalls, mal gucken. Set Size, wie wird das geschrieben? Inches, das müsste eigentlich gehen. Das heißt, ich möchte das Bild in der Größe 5x5 Inch haben und mir das jetzt anzeigen lassen, das gleiche wie eben. Und jetzt sehen Sie, dass ich eine andere Größe bekommen habe. Und so gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel die Größe oder andere Parameter von dem Image anzupassen. Ist jetzt für unsere Zwecke nicht so wichtig, aber wenn Sie damit ein bisschen mit rum experimentieren wollen, wäre das eine ganz gute Möglichkeit. Das war ein Farbbild. Jetzt aus didaktischen Gründen hätte ich vielleicht damit anfangen sollen, danach nochmal ein Graustufenbild. Das ist ja eigentlich einfacher. Ich lasse mir wieder lauter Einsen machen, aber diesmal nehme ich nur 200x200 Bild, also ich habe nicht drei Dimensionen, 200x200x3, sondern nur 200x200. Wenn ich mir jetzt von dem Ding einen einzelnen Punkt anschaue, dann bekomme ich tatsächlich nur einen Punkt. Die sind jetzt wieder alle auf 1 gesetzt. Und vielleicht setze ich da auch mal wieder ein paar Punkte um, vor x in Range 20 bis 40, vor y in Range 50, 70. Den Punkt setze ich jetzt jeweils auf 0. Und dann lasse ich mir das Ding zeigen. Und jetzt werden Sie überrascht sein, dass ich hier Farben sehe. Ich hatte doch eben gerade von Graustufenbild gesprochen. Das wird von Matplotlib als Graustufenbild interpretiert, aber dann wird auf die Farbwerte eine sogenannte Color Map raufgelegt. Diese Color Map ist dafür da, um die Unterschiede zwischen den verschiedenen Werten möglichst deutlich zu machen. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Color Maps, die je nachdem, was man damit machen will, genutzt werden sollten. Dies hier sieht zum Beispiel aus wie so eine Kalt-Warm-Color Map. Also hier soll wahrscheinlich blau, kalt und rot, warm bedeuten und die Werte zwischen 0 und 1 variieren zwischen kalt und warm. Das ist aber jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was wir haben wollen. Was wir meistens wollen für Graustufenbilder ist eine Color Map, die wirklich schwarz auf schwarz und weiß auf weiß abbildet. Dafür machen wir am besten folgendes: Import Matplotlib CM, das ist der Teil für die Color Maps, SCM. Und jetzt kann ich aufrufen Plot Image Show, das gleiche wie eben, aber ich sage ihm, ich möchte die Color Map CM Gray benutzen. Das sind Graustufenbilder. Und jetzt kriege ich das, was wir auch erwartet hatten. Jetzt habe ich ein Bild, was weiß ist, und an den Stellen, wo ich das von 1 auf 0 gesetzt habe, ist es schwarz.
Also das ist eine Möglichkeit, in Bildern rumzufuchteln und direkt einzelne Pixel zum Beispiel zu setzen. Und ich habe mir an der Stelle gedacht, es wäre doch mal ganz schön zu zeigen, wie man mit NumPy und Matplotlib die Mandelbrotkurve zeichnen kann in, lassen Sie mich zählen, in 6 Zeilen. Das geht ja sonst nicht so schnell.